Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bei der Love Parade in Duisburg sind durch eine Massenpanik mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 340 Besucher seien als verletzt gemeldet worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Zu dem Unglück kam es gestern Nachmittag in einem Tunnel auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände. Um weitere Panikreaktionen zu verhindern, lief das Musikfest bis zum späten Abend weiter. Bis in die Nacht schallte der Techno-Rhythmus durch Duisburg. Auf dem Love Parade-Gelände feierten und tanzten noch Hunderttausende, während gleichzeitig nebenan auf der gesperrten Autobahn 59 die Rettungskräfte Verletzte versorgen oder die Leichen der Opfer aus dem Tunnel bergen. Viele Besucher wissen offenbar immer noch nichts von dem Unglück oder sie sind unschlüssig, wie sie reagieren sollen. Wenn alle Leute jetzt weggehen würden, ich würde sagen, das ist das Schlimmste, was man überhaupt im Moment machen kann. Die Leute von zu Hause haben uns angerufen, wir haben das hier gar nicht mitbekommen. Gegen 17 Uhr am Samstagnachmittag waren laut Schätzungen über 1 Million Menschen auf dem Gelände. Dieser Tunnel wird zum Nadelöhr für die Besucher. Einige versuchen offenbar über Absperrungen zu klettern. Es kommt zur Massenpanik mit vielen Toten und Verletzten. Wie voll es in dem Tunnel offenbar kurz vor der Massenpanik war, zeigt dieses Amateurvideo. Wie genau es aber dann zu dem Unglück gekommen ist, steht noch nicht fest. Natürlich wird es in den nächsten Tagen, und das ist auch richtig so, weitere Nachforschungen geben müssen, die uns aber zurzeit noch nicht vorliegen und deren Ergebnisse wir überhaupt noch nicht kennen können. Am Mittag will die Stadt Duisburg weitere Erkenntnisse zu dem Unglück bekannt geben. Führende Politiker haben sich bestürzt gezeigt angesichts der tragischen Ereignisse in Duisburg. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft erklärte, das ganze Land trauere um die Opfer. Ihr Mitgefühl gelte den Angehörigen der Toten und Verletzten. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel. Sie sei entsetzt und traurig angesichts des Leids. Auch Bundespräsident Wulff reagierte bestürzt. Zugleich äußerte er die Erwartung, dass die Ursachen rückhaltlos aufgeklärt werden. Die USA und Südkorea haben ihr angekündigtes gemeinsames Seemanöver im japanischen Meer begonnen. Das berichtet eine südkoreanische Nachrichtenagentur. An der mehrtägigen Unterübung sollen rund 20 Schiffe und 8000 Soldaten beider Länder teilnehmen. Die USA hatten betont, das Manöver habe defensiven Charakter. Es solle aber abschreckend auf den kommunistischen Norden wirken. Nordkorea bezeichnete die Übung als offene Provokation und drohte mit Vergeltung. Der Ölkonzern BP bereitet sich darauf vor, das defekte Bohrloch im Golf von Mexiko dauerhaft zu verschließen. Die Arbeiten dafür könnten in 3 bis 5 Tagen beginnen, teilte der Krisenmanager der Regierung Allen mit. Wegen eines Tropensturms waren Schiffe und Anlagen für die Entlastungsbohrungen abgezogen worden. Inzwischen wurden sie wieder ins Einsatzgebiet zurückgeschickt. BP will das Leck am Meeresgrund mit Schlamm und Zement verschließen. Alberto Contador steht vor dem Gesamtsieg der Tour de France. Der Spanier baute gestern am vorletzten Tag der Rundfahrt seine Führung vor Verfolger Andy Schleck aus und geht heute mit 39 Sekunden Vorsprung in das letzte Teilstück nach Paris. Und hier die Wetteraussichten. Heute meist freundlich bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Ganz im Osten und in den westlichen Landesteilen hier und da Regen. 17 bis 24 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 9.55 Uhr.